Und da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge Let's Play 007 James Bond. Ein Quantum Trost. Nach wie vor suchen wir noch zwei Scharfschützen. Unsere Ziel schalten sie, die Scharfschützen, aus. Die Quantum-Mitglieder fliehen und Green hat ihnen seine Scharfschützen auf den Hals gesetzt. Erledigen sie die Scharfschützen und verlassen sie die Oper. Nicht die Opfer, die Oper. So, drei haben wir schon ausgeschalten. Sehen wir auch anhand dieser nicht mehr zu verwertenden Kugeln in meinem Scharfschützengewehr. Bin ich jetzt doof, dass ich hier nicht runter kann? Denn ich weiß nach wie vor noch nicht, wo die nächsten Scharfschützen sind. Und die gilt es jetzt zu finden. Entweder finde ich sie oder sie finden mich. Diese zwei Möglichkeiten gibt es nur. Auf jeden Fall zieht hier irgendwas an mir vorbei. Zischend an meinem zarten Öhrchen. So, haben wir die Tür auch offen. Durchzug. Kann der Mief hier mal abziehen, wa? Und wieso kann ich hier nicht runter? Wo sind diese Scharfschützen? Oder muss ich hier runter? Der lässt mich hier echt nicht runter. Wo? Da drüben. Da drüben muss einer sein. Aber wo? Perfekt eingeschädelt. Tja. Oh, das hat funktioniert. So, dann muss das die gleiche Nummer da drüben auch sein, sehe ich mal so. Aber warum hat er nicht geschossen? Wieso hat der nicht geschossen? Ist der beschissen? Was? Schlechte Wortspiele. Wo bist du? Ja, lad doch mal nach. Ja! Du bist tot, Töter als tot, Mausetot. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Oh Mann, ey. Wieder beim letzten ist gescheitert. Ich dachte, es wird mal besser. Aber nee. Danke für die Information. Ich hab doch hier mal einen Scharfschützen gehört. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Brauche ich immer zwei Schüsse? Da habe ich doch überhaupt keine Sonne. Leg dich hin, halt den Mund, trink einen Kaffee. Oh, mal gucken. Wir wissen ja jetzt, wo er ist. Vielleicht finden wir ihn da auch schon. Und können ihn somit erlegen. Bist du denn da hinten? Beruhig dich erstmal. Also, geht's darüber. Los, Attacke, Attacke! Lauf, Forest. Ja klar, bewege ich mich. Ich lebe ja auch.
Ja. Da haben wir beide uns lange genug angeguckt und er hat geschossen. Bin ich scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Kriegen wir hin. Glaube ich. Ja, Mann. Was? Ja, das. Endlich Ruhe. Pfosten im Weg. Dann gehen wir erstmal zu dem Onkel. Wo ist er hin? Weg ist er. Scheiße. Oder habe ich sie beide schon? Ey. Alter, du tickst wohl nicht mehr ganz richtig. Ja. Meine Idee hast du geklaut. Wieder mal. Meine Idee war das. Arschloch. Egal, wir haben noch Zeit. Kriegen wir hin. Mach mal eine Kälte. Noch gar nicht da oben, wa? Was? Ja, nee, du kannst mich. Muss ich irgendwie zusehen, dass ich den Vogel da drüben platt machen kann. Hat's ja schon mal geschafft, aber ich weiß nicht mehr wie, ey. Wie kriegt man das hin? Ohne, dass er schneller ist als sie, ja. Als ich. Wo war denn der zweite noch? Der dritte, vierte, fünfte. Fünfte, der war doch hier drüben, ne? Ja, sag ich doch. Sie müssen zu den Docks gelangen, Bond. Das ist der einzige Ausweg. Bin schon unterwegs. Gut, machen wir. Dann krabbel er mal runter. Haltet ihn da fest! Holt die Bühne runter! Holt ihn runter! Oh. Gut. Wenn du meinst, dass wir das so haben wollen. Ich muss tatsächlich hier runter. Okay.
ziemlich gut. Ach du Scheiße, ich muss tatsächlich hier lang. Schön, dass du das hast. Nun komm. Bin in Position. Ja, ich auch. Oh, dabei war ich doch so leise. Mich hat doch keiner gehört. Ich habe nichts gesagt. Hab mich sogar extra konzentriert. Und dann, nö. Finde ich doof. Also, nochmal. Wir gehen hier vorne in Deckung. Ich dachte in Deckung, Mr. Bond. Aber nicht mit dem Scharfschützengewehr. Sondern wir nehmen ein professionelles Jagdgewehr. Hau ab da hinten. Lass mich in Ruhe. Komm. Ja. Super Idee. Finde ich klasse. Wieder mal eine Folge des Sterbens. James Bond. Stirb und lass sterben. Finde ich gut. Also nochmal. Na gut. Man muss auch treffen, ne? Oder wie war das? Treffen und treffen lassen. Ja. Bin leer geschossen, brauch Deckung. Ja, ich auch. Bleiben mal in Deckung. Bin in Position. Ich sehe den Stift. Oh, ein Knaller. Ich werd irre. Jo. Bums. Umzingeln und in Deckung gehen. Werf Feuer auf seine Position. Wo denn? Ach, da unten ist ja auch noch einer. Gut. Wo sind sie denn hin? Ach da. Er darf sich nicht bewegen.
ich bin bald tot. Tita tot. Sperr dich gleich ein. Rücke vor! Brauch Deckung! Geh rein! Deckung geben! Bin jetzt alleine! Brauche Unterstützung! Zung. Macht nichts, ich arbeite auch allein. Hält dich mal nicht so an. So, los. Gute Arbeit, 007. Und jetzt? Geht's genauso weiter? Na super. Ach, ich muss das Schloss erst knacken. Ein bisschen Erholung. Noch so viel Action hier, was wir hier erlebt haben. Alter Verwalter. Ein bisschen durchschnaufen. Oh. Wollen wir uns nicht reinlassen hier? Und komm. Und geknackt. Na, super, da kommen sie doch schon. Jau. Bums. Wie die Proleten, ey. Hauptsache rein. Na toll. Nichts mehr da. Auch leer. Na, herzlichen Glückwunsch. Wir sind ja gut vorbereitet. Oh Mann. Hervorragend. Naja, wie kommen wir da jetzt weiter? Ja, schön, Gerd. Du hast Boot, oder wie? Ja, nee. Hau ab. Position beziehen. Stopp ihn genau da. Halte dich da fest! Wie kommt man hier weiter? In einem modernen Spiel kann man darüber klettern. Ah, ich glaube, ich habe da eine Idee. Oh, Selbst in die Luft gesprengt. Scheiße. Gut, okay, wie es dann weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Alles klar, ich danke euch fürs Zuschauen, bis dann, ciao. Und da hat's Buff gemacht. Naja, kommen wir da raus, kommen wir da nicht raus, können wir es überleben, schaffen wir es nicht, man weiß es nicht. Interessant war jedenfalls die Nummer mit den Scharfschützen, die war etwas knifflig. Da habe ich nicht dann wirklich zwischendurch mal an mir selbst gezweifelt. Aber ansonsten ist das eigentlich eine geile Mission gewesen bisher. Mal sehen, wie es weitergeht. Bis dann, ciao.